Aber das, was eventuell die meisten interessiert, ist, wie es der Mangrove geht, weil ich habe ja im letzten Video gefragt, ob die Mangrove jetzt eingeht. Moin, ich begrüße euch bei Nordic Moor. Ich sitze heute im Wohnzimmer und ja, hier ist echt Kraut und Rüben angesagt heute. Alles ist irgendwie auseinandergerissen und so. Ich habe mich selber selbst so ein bisschen überrascht mit Umbau- und Renovierungsmaßnahmen. Ich plane nämlich schon wieder einiges für die Zukunft und es hat nicht alles hundertprozentig mit Aquaristik zu tun, aber wir werden vielleicht dann in Zukunft auch mal Livestreams machen können und ich finde das total spannend und hätte da riesig Bock drauf. Das wird sich noch ein bisschen hinziehen. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr schon klappt oder vielleicht erst zu Beginn des kommenden Jahres. Allerdings habe ich mir überlegt, könnte ich ja im Community-Tab dann auf meinem Kanal vielleicht so eine Umfrage machen zu bestimmten Themen oder dass ihr euch ein Thema auswählen könnt oder selbst eins vorschlagen. Ich weiß noch nicht so genau. Und dann könnten wir da mal einen Livestream zu machen in Zukunft. Ja, aber wenn es jetzt heute nicht um Shallow Reef geht, was machen wir denn dann jetzt? Ich habe mir überlegt, das letzte Update vom Venezuela-Biotop da hinten im Flur, das ist jetzt 4 Wochen her und es hat sich einiges ereignet. Also gibt ein paar Neuigkeiten da und ich habe mir überlegt, ich muss mal eben hier an dem Dschungel vorbei. Ich habe mir überlegt, ich gehe da einfach mal drauf ein und zeige euch, was es da Neues gibt. Und ja, das mache ich jetzt mal. Okay. Also, wie man hier sehr schön sehen kann, habe ich versuchsweise noch einen zweiten Weihnachtskaktus hier hingestellt. In voller Blütenpracht. Naja, einige Blüten sind jetzt auch schon verblüht mittlerweile. Der steht lediglich im Wasser. Der andere steht auch immer noch hier. Und wie man sehen kann, also die bekommen ja nur diese Beleuchtung. Und es hat sich da oben ein neues Blatt gebildet. Ich hoffe, dass man das erkennen kann. Ich glaube schon. Und also er geht nicht ein. Er wächst jetzt nicht wie wild, aber es scheint zu funktionieren. Aber das, was eventuell die meisten interessiert, ist, wie es der Mangrove geht, weil ich habe ja im letzten Video gefragt, ob die Mangrove jetzt eingeht. Das ist, wie gesagt, 4 Wochen her und einige hatten auch schon so den Verdacht, dass die jetzt den Geist aufgibt. Aber wie man hier schön sehen kann, ist das nicht der Fall. Ich finde, dass die sogar sehr gut aussieht. Ich werde mir Mühe geben, mal so ein bisschen von oben drauf zu filmen, weil man da auch sehr schön sehen kann, wie die Blätter jetzt aussehen. Man kann immer noch Mangelerscheinungen erkennen an den Blättern. Allerdings kommen auch immer wieder neue Blätter dazu. Also sie treibt neue Blätter aus, wirft ein paar alte Blätter ab und insgesamt würde ich sagen, ist sie immer noch dabei, sich auf die Beleuchtungsveränderung einzustellen. Und ich habe aber mittlerweile das Gefühl, dass ich sagen kann, dass das funktioniert. Also jetzt nach wirklich über 4 Wochen, die das Becken ja auch schon läuft, hat sie sich eigentlich so verhalten, wie ich es gehofft habe, die Pflanze, dass sie sich umstellt, anpasst an die Beleuchtungssituation und bisher scheint es ganz gut zu klappen. Jüngst ist hier auch ein Blatt abgefallen und ich lasse das relativ natürlich einfach da liegen momentan, wo es reinfällt ins Wasser. Also es funktioniert. Ja, was ihr auch sehen könnt, ist, dass es auch im Becken einige Veränderungen gegeben hat. Und zwar ist zum einen Holz dazugekommen. Das habe ich einfach aus optischen Gründen getan und weil ich mir dachte, auch in diesem Biotop wird es Holz geben, das mal in den Fluss fällt oder in die Lagune oder so. Ich wollte das auch sowieso gerne ausprobieren. Das soll ja später noch aufgesalzen werden und mich interessiert einfach, wie das Holz darauf reagiert. Ansonsten habe ich Technik umgestellt und zwar ist der Skimmer rausgeflogen. Ich hatte hier ja von Eheim den Skimmer drin. Und der hat Probleme gemacht. Also der fiel immer mal wieder aus und ich habe keine Ursache gefunden, warum der ausgefallen ist. Jedenfalls ist das dann so oft vorgekommen, dass ich mir gesagt habe, ich werde jetzt einfach hier einen kleinen Schwammfilter installieren. Das funktioniert super. Man sieht auch, das Wasser ist wunderbar klar. Ich habe hier einen Magneten drin.
Allerdings habe ich den noch nie gebraucht. Also die Scheiben sehen auch super aus. Hier gibt es kein Algenwachstum. Mir scheint es so zu sein, als ob die Beleuchtung für dieses Becken zurzeit ideal ist, weil hier einfach keine Algen wachsen, bis auf diese eine Stelle da hinten. Wie man hier sehen kann, da sind ein paar Fadenalgen drin. Die sind garantiert mit dem Holz mitgekommen, denn ich hatte in dem Becken, in dem das Holz drin war, auch schon ein paar Fadenalgen. Also da muss man ein bisschen aufpassen, dass man die rauszieht. Ich habe hier auch die Pflanze rausgenommen. Hier ist jetzt die drin, die in dem kleinen Biotop, in dem Flusslaufbiotop drin war. Die hatte ich ja hier auf den Ast aufgeklebt und diesen Ast mit Moos und dieser Pflanze habe ich hier eingesetzt. Denn die Echinodorus hat die Umstellung nicht vertragen. Also da muss ich sagen, bin ich selber dran schuld. Die ist einfach, ich rechne damit, dass das am Temperaturwechsel gelegen hat, weil dieses Becken ist ja unbeheizt. Und die kam aber aus einem beheizten Becken und ich denke, da war ich einfach unachtsam. Das muss ich mir selber auf die Fahnen schreiben. Das hat nicht funktioniert und deswegen habe ich diese jetzt vorübergehend zumindest eingesetzt. Aber ich finde, dass das auch gar nicht so schlecht aussieht. Gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Aber jetzt vielleicht kommen wir zu den Tieren. Die Endlerguppies. Ich fange mal mit den Endlerguppies an. Denen geht es super. Also das läuft hier einfach spitzenmäßig. Wie man sehen kann, sind auch reichlich Männchen mittlerweile da. Ich hatte ja am Anfang hier nur ein männliches Tier eingesetzt, mit vielen Jungtieren, die jetzt auch ein gutes Stück schon gewachsen sind. Und natürlich hat sich gezeigt, dass jetzt auch noch mehr Männchen entstanden sind hier. Das war ja abzusehen. Und das klappt aber jetzt auf dieser Beckengröße trotzdem sehr gut. Also da finden natürlich Paarungstänze statt, unentwegt. Und die haben aber immer noch hier alle genug Platz, um sich aus dem Weg zu gehen. Das geht alles recht friedlich zu hier. Und die vermehren sich so fröhlich vor sich hin. Nicht so schnell, wie das jetzt bei den herkömmlichen normalen Guppies der Fall wäre. Deswegen hatte ich mich seinerzeit ja unter anderem auch für diese Tiere entschieden, weil die nicht ganz so schnell ganz so viel Nachwuchs bekommen. Aber auch hier wird es jetzt gar nicht mehr so lange dauern, bis ich Tiere abgeben kann. Und ich freue mich einfach darüber, dass das so gut funktioniert und dass es denen hier so gut geht. Viele kleine Tiere befinden sich dann auch im unteren Bereich des Aquariums, zwischen dem Blattwerk, wo sie sich verstecken und nach Nahrung suchen. Und es fällt vielleicht auch auf, dass die meisten Blätter schon zersetzt wurden. Also ist es kaum noch was da, bis auf die Mangrovenblätter. Von dem Rest sind nur noch Gerippe übrig. Und das finde ich auch interessant. Also, das war mir ja schon vorher bekannt, dass die Mangrovenblätter einfach durch ihre Struktur und Festigkeit sehr viel länger auch im Becken liegen werden. Das finde ich ja gerade auch sehr schön, dass die sich bei weitem nicht so schnell zersetzen. Und die anderen, die sind einfach zerfressen worden von den Garnelen. Und damit komme ich jetzt zu den Neocaridina, Red Fire. Denen geht es nämlich auch Spitzenklasse hier im Aquarium. Ich habe immer noch die ganze Zeit über Raumtemperatur. Im Moment sind es ziemlich genau 20 Grad Wassertemperatur und auch Raumtemperatur. Und die kommen da alle super mit klar, die Tiere. Also sowohl die Garnelen wie auch eben die Guppies. Und ja, auch die Neocaridina vermehren sich hier mittlerweile. Am Anfang haben sie sich nicht besonders gezeigt. Da musste ich ja immer gucken, dass ich überhaupt welche finde. Und jetzt mittlerweile sieht man eine Menge an Neocaridina-Garnelen. Und ich habe auch schon sehr junge Tiere gesehen. Also vermehren die sich mittlerweile hier auch. Und das funktioniert ebenfalls. So dass ich dann auch dazu übergehen kann, hier mit Selektion langsam so ein bisschen anzufangen, zu gucken, welche Tiere möchte ich hier drin behalten. Ich möchte ja schon versuchen, dass die möglichst farbenprächtig bleiben und werden, die hier drin sind. Und deswegen werde ich dann auch alle auf
kurz oder lang aussortieren, die eben nicht so dem Schema entsprechen, und die kann ich dann wieder in das andere Aquarium überführen im Fischraum, denn von den Temperaturen her und von den Bedingungen her ist es ja sehr ähnlich. So, ja, mit dem Aquarium bin ich total happy momentan, und ich wollte jetzt noch mal kurz auf die Wasserwerte eingehen. Die haben sich nämlich gar nicht verändert im Vergleich zu vor 4 Wochen. Ich habe jetzt auch noch mal gemessen und der pH ist immer noch um 7, die Gesamthärte um 10, die Carbonathärte zwischen 6 und 8 und Nitrat liegt bei 15 Milligramm. Insofern ist es auch in Bezug auf die Wasserwerte super. Bislang, ich bin nämlich jetzt am Überlegen, ob ich demnächst mit dem Aufsalzen anfange. Für die von euch, die das nicht mitgekriegt haben und sich jetzt wundern, ich verlinke mal das erste Video zu dieser Serie. Denn Sinn und Zweck des Ganzen war es ja, eine in Venezuela ansässige Brackwasserlagune nachzubilden, wo eben auch diese Tiere vorkommen. Und ja, ich nehme euch da natürlich auch mit. Ich werde da sehr vorsichtig, behutsam vorgehen. Ihr werdet dann erfahren, welches Salz, wie viel und so, in welchem Verhältnis, und ich gehe im Detail nochmal auf all das ein, wenn es soweit ist. Und ja, Wasserwechsel mache ich momentan sehr wenig hier. Teilweise sogar nur, dass ich das verdunstete Wasser nachfülle. Es kommt schon auch mal vor, dass ich ein bisschen Wasserwechsel mache, aber unregelmäßig zurzeit und gar nicht mal so viel. Und das funktioniert, wie man sehen kann, ja auch sehr gut. Jetzt wollte ich euch noch mal kurz den Bodengrund zeigen und dann noch auf ein paar andere Sachen eingehen. Was ich ebenfalls spannend finde, mal abgesehen von den ganzen Schnecken, die hier entstanden sind, das ist natürlich nicht so schön, aber das bleibt natürlich nicht aus, sieht der immer noch super aus, der Bodengrund, finde ich. Also der hat sich jetzt farblich nicht verändert bisher. Und es ist auch im Grunde genommen gar kein Mulm vorhanden. Also ganz am Anfang habe ich ja hin und wieder mal absaugen müssen. Aber jetzt habe ich schon seit 3 Wochen gar nicht mehr den Bodengrund abgesaugt. Und wie man hier sehen kann, ist das auch überhaupt nicht erforderlich. Es hat sich hier ein bisschen angesammelt. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. So hinter diesem Mangrovenblatt, da ist so ein bisschen Mulm, das werde ich dann demnächst nochmal absaugen, damit sich da kein Gammel bildet, aber das ist auch nicht sehr viel und insgesamt ist es einfach wenig. Und es gibt noch mehr zu sagen. Ich weiß nicht, ob es schon jemandem aufgefallen ist, aber die Kalkrotalgen an der Rückwand sind vollständig weg. Also die haben sich komplett zersetzt im Süßwasser. Da ist nichts mehr von übrig. Und ja, es ist auch nichts mehr davon übrig. Also die haben sich vollständig aufgelöst. Und ich gehe mal davon aus, dass die auch nicht weiter jetzt dann das Wasser beeinflussen können, logischerweise. Ich meine, die werden sich, wenn sie sich gelöst haben im Wasser, wird das natürlich Einfluss genommen haben. Ich habe ja dann auch gerade eben die Wasserwerte gesagt. Und im Vergleich zu den anderen Becken, die ich in der Vergangenheit hatte, ist das ja auch relativ hart. Da wird der ein oder andere vielleicht lachen, aber da wir hier sehr, sehr weiches Wasser in Anleitung haben, ist das verhältnismäßig hart und das kann noch darauf zurückzuführen sein. Was ich jetzt auch noch kürzlich gesehen habe, wenn ich euch hier mal die Mangrove zeige, das ist der Stamm der Mangrove. Und plötzlich haben sich da diese Nubbel gebildet am Stamm. Und ich bin schon ganz aufgeregt, weil ich mich natürlich frage, ob das möglicherweise Anzeichen für Stelzwurzeln sind. Ich würde es fast wetten, weil ich mir absolut nicht erklären kann, was es sonst sein sollte. Und ich finde es großartig. Obwohl es ja immer hieß, dass die gar keine Stelzwurzeln bilden im Süßwasser. Und auch deswegen wollte ich ja hier gucken, dass ich langsam aufsalze, um dann auch zu ja, erkunden, wie sich die Mangrove darauf verhält, auf diese Veränderungen. Aber man kann hier jetzt schon sehen, dass hier ja sich diese Knubbel gebildet haben, und ich würde echt wetten, dass das mit Stelzwurzeln zu tun hat. Wenn jemand da schon Erfahrung hat, kann er mir das gerne in die Kommentare schreiben.
Aber ja, ich gehe davon aus, dass es damit zu tun hat. Und hier hört es dann auch auf. Also über der Wasseroberfläche, hier ist zwar noch ein bisschen was zu sehen, aber weil das Wasser auch häufig etwas höher steht, der Wasserstand ist gerade etwas niedrig, aber oberhalb des normalen Wasserstandes sieht man, da ist dann auch nichts mehr von diesen Knubbeln zu sehen. Und deswegen vermute ich, dass es Stelzwurzeln sind und das wäre schon mal richtig cool. Ja, ein, wie ich finde, echt gelungenes Becken bisher. Und ich finde die einfach auch nach wie vor sehr schön, die Endler-Guppies, muss ich sagen. Und das ist ein ganz toller Fisch für Aquarien dieser Größe, wie ich finde. So, ja, so viel zum Venezuela-Biotop, zum Endler-Guppi-Biotop. Ich finde, wie gesagt, es entwickelt sich toll, es macht echt Spaß, wenn dann die Sachen, die man sich so überlegt hat, auch funktionieren und es vor allem den Tieren gut geht und man sehen kann, dass sie sich wohlfühlen und man diese Farbenpracht einfach auch immer wieder mal beobachten kann. Und ich hoffe, dass du es interessant fandst und damit leben kannst, dass es jetzt noch ein bisschen dauert mit dem Meerwasser-Update. Ich werde da neue Technik vorstellen im nächsten Video dazu. Und hoffe, dass ich in der Zwischenzeit mit meinen Renovierungsarbeiten vorankomme. Und ja, bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende und alles Gute. Ciao.